Hallo und herzlich willkommen zurück hier auf der Nordfriesischen Marsch in der Milliarden-Challenge. Und es beginnt eine neue Staffel und ja, ich versuche mir anzugewöhnen, mit jedem Start der neuen Staffel euch auch die neuesten Mods zu präsentieren. Also erstmal ab heute ist die Version von der Nordfriesischen Marsch, wo haben wir sie jetzt? Die 2.6, glaube ich, ist jetzt das aktuellste. Dann habe ich den Map Object Tiler aktualisiert auf die neueste Version aus dem Mod-Hub. Dann haben wir hier die Nordfriesische Marsch in der Version 2.6. Dann habe ich noch einen neuen Mod hinzugefügt, nämlich Animal Food Overview. Wenn wir jetzt mal aktivieren, dann... was habe ich noch? Achso, der Produktionspack. Wo ist der überhaupt? Ja. Hier oben. Genau. Also Produktionspack, also Fett Mod Packs ist jetzt Version 2.2 und der Produktionspack ist die 2.4.1. Also die aktuellste, die es seit dem Release gibt. Denn bei mir ist heute Stand, wo ich aufnehme, der 8.3. Also die Version ist gerade mal eine Woche alt oder so. Also ne, von letzter Woche Donnerstag, glaube ich, ist die, ja, ist das Update. Von daher schauen wir mal. Und es gibt eine gewaltige Veränderung, meine lieben Freunde. Denn ihr könnt es nicht sehen, aber ich habe das Lenkrad aufgebaut. Ja, unglaublich. Der Andy hat das Lenkrad aufgebaut. Ich habe jetzt mittlerweile die richtigen Einstellungen dafür gefunden, so dass das Ganze Sinn ergibt. Die Frage ist jetzt nur, wie weit das noch Sinn ergibt, dann mit dem Mikrofon, wo ich im Moment aufnehme. Ich sitze dann weiter weg, wenn ich fahre. Und daher könnte man mich das ein oder andere Mal vielleicht nicht so gut verstehen. Ich merke das schon anhand des Monitoring. Ich höre mich ja selber auf den Ohren. Also von daher weiß ich ja, wie das klingt, wenn ich weiter weg bin oder nicht weiter weg bin. Also von daher müssen wir mal schauen, wie das Ganze dann aussehen wird. Und ihr seht das ja unten bei Start, sagt er mir hier X. Sehr schön, das hat er auch übernommen. Wunderbar. Dann wollen wir mal schauen. Der müsste irgendwie mal repariert werden, weil der sieht ja mittlerweile echt hässlich aus. Sowas von hässlich. Ich glaube, hier hatte ich aufgefüllt. Mal eben schnell gucken. Muss ich jetzt erst an diese ganzen neuen Dinge hier gewöhnen. Weil mittlerweile ist der Schreibtisch hier so voll. Das ist, ja... So, da hatte ich den Mist hingefahren, ne? Dass man hier noch ein bisschen... Ich muss die Priorität noch umstellen, sehe ich gerne. Ah, ja, super. Jetzt kommt der ja eh nix. So, zur Brauerei habe ich schon mal gebracht. Wasser, Gerstenmalz, die Hefe habe ich gekauft und ein paar Leerpaletten habe ich dahin gebracht. So, das habe ich schon umgestellt auf Einlagern, weil ne, mit dem Update, was da gekommen ist, hat er erstmal alle Paletten ausgelagert. Fand ich jetzt nicht unbedingt so witzig. Da muss ich erstmal die ganzen Paletten wieder einlagern. Trotzdem noch eben schnell durchgucken. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt gucken wollte. So, ja. Irgendwas wollte. Ach genau, jetzt weiß ich wieder, was ich wollte. War heute etwas sehr vergesslich. Übrigens haben wir heute Karfreitag, also von daher sollte ich die Musik vielleicht auch ein bisschen mehr runterdrehen, ne? Ein bisschen lauter, oder? Achso, da wollte ich keinen Strom mehr auffüllen. Von daher könnte ich den auch zum Parken schicken. Wäre also auch da möglich. Gut. Ich weiß gar nicht, welcher ist denn das?
3-1. Ja, gucken wir gleich mal. Zu mailen gibt es im Moment nichts. Zumindest wüsste ich jetzt nicht, dass es noch irgendwas gäbe. Ach genau. Wofür war denn jetzt das Wasser? Eben schnell gucken, warum hat ich den jetzt hier aufgefüllt? Aha, okay. Die Textilfabrik braucht Wasser. Die Molkerei braucht Wasser. Und ich glaube, die Malzfabrik nicht. Was haben wir noch? Die Bäckerei, ne? Genau, und die Bäckerei braucht Wasser. Okay, dann würde ich sagen, steigen wir mal ein. Starten wir den Motor. Und dann legen wir mal den Gang ein. Fahren wir mal dahin. Was noch ein bisschen mich stört, ist, dass man hier die Spiegel nicht so sehen kann. Ich hatte auch Headtracking mir mittlerweile eine Sache angeguckt, aber das funktioniert nicht so wirklich. Weil, da gucke ich immer oben gegen die Decke, aber nicht dahin, wo ich eigentlich hingucken will. Dann habe ich gestern mal so angefangen hier dieses Feld in einem anderen Spielstand zu häckseln. Also finde ich sehr, sehr schwierig. Also, ne, also das werde ich so wahrscheinlich mit Curseplay häckseln lassen und werde es dann abfahren. Also, ne, weil andersrum gibt das keinen Sinn. Weil, ne, zum Teil wartest du da Ewigkeiten, bis der Abfahrer mal gewendet hat. Und jetzt wäre ich bald schon wieder an der Bäckerei vorbeigefahren. Ich weiß nicht, warum hier diese Fehlermeldung immer kommt. Das hat vor allen Dingen mal im Spiel ausmachen. Und hier muss ich auch noch mit die Autodrive-Kurse hier ein bisschen updaten. Hallo? Was ist denn jetzt hier? Aha, schon vertragen. Was ist das denn jetzt? Aber eben hier schnell das Wasser auffüllen. Ja, ich bin mal gespannt, wie ihr das jetzt findet. Weil viele haben sich ja doch immer gewünscht, dass ich mit Lenkrad spiele. Und weil es ja runder ist in der Bewegung, flüssiger. Ja. Ach, sind die Paletten doch hier wieder draußen? Oh, nee. Naja. Ich gleich mal hinfahren. Ich verstehe noch nicht, warum die Paletten wieder so durch die Gegend fliegen. So, Textilfabrik hätte ich gesagt, braucht noch Wasser, ne? Okay. Fahren wir eben schnell zur Textilfabrik und laden auch da mal eben das Wasser ab. Gerade gewundert ist, ich meinte, ich hätte gestern noch ein paar andere Mods installiert, aber zum Beispiel, ne, dass wenn man blinkt, dass der automatisch, wenn man dann zurücksetzt, der Blinker ausgeht, aber irgendwie ist es weg. Keine Ahnung, ich verstehe das auch gar nicht. Aber egal. Die andere Ansicht gehen. Solange ich vorwärts fahre, alles gut. Aber wenn ich rückwärts fahre, dann möchte ich doch ein bisschen gerne was sehen, wo ich hinfahre. Piep, 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 piep. Stehen die Paletten auch draußen? Oh, das kann nicht wahr sein, ne? Was, das war jetzt alles oder was? Hä? Das kann jetzt nicht sein, dass die aufgefüllt ist.
Also hier ist er aufgefüllt, ja, aber die Textilfabrik kann ja nicht sein, dass die so schnell in das Wasser hier abzuladen. Text, da ist er doch. Ne, ich wusste es doch. Hä? Was ist denn jetzt hier los? So, und... Trigger ist auch mal hier, ein bisschen crazy. Was ist das denn jetzt? Achso, und jetzt machen wir es wieder. Jetzt. Jetzt der eine Insel. Ja, also ne, mit dem Update sind jetzt alle Leerpaletten draußen. Sind ganz toll. Wir waren bei der Bäckerei, wir waren bei der Textilfabrik. Was haben wir jetzt noch? Ach, die Molkerei war da noch. Genau, die Molkerei war da noch. Jetzt gucke ich, damit ich jetzt hier rauskomme. Ja, ja, alles gut. Dann fahren wir eben schnell zur Molkerei. Ja, ich habe heimlich, ne, ein bisschen geübt hier mit dem Lenkrad so. Auch zurechtzufinden, weil das ist doch ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Aber ich finde, ich habe jetzt eine gute Einstellung gefunden, so dass man also hier ja doch auch ne, relativ gut spielen kann mit. Dass es für euch ja ne, auch angenehmer ist, als wenn ihr die ganze Zeit immer man. Verstehe dann schon. Ne? Also von daher ab jetzt mit Lenkrad. Ich weiß zwar, was ich gesagt habe, ne? Lenkrad, ja, ne? Wenn wir ins Management kommen, dann ist das wieder nervig, aber ich möchte doch einige Sachen gern selber machen. Das wird so bleiben. Also, ne, dass ich zum Beispiel. Jetzt bin ich wieder aus dem Trigger rausgefahren. Ne. Was ist denn das? Ein bisschen sehr merkwürdig hier. Hä? Ah, doch, geht noch. Okay. Und den jetzt erstmal zum Hof bringen. Oder beziehungsweise den kann man bei der Rinder hinstellen. Ich überlege noch einen weiteren Rinderstall zu kaufen. Damit wir noch ein bisschen mehr Milch bekommen. Damit wir noch ein bisschen mehr Mistgülle. Aber pff, ja, dafür fehlt uns jetzt das Stroh und all die anderen Sachen. Das heißt fehlen. Also ne, fehlen ist es übertrieben. Also Silage haben wir ja genug. Da wird auch noch einiges jetzt zustande kommen. Ist nur zu wenig haben, ist Heu. Das ist einfach mal so. Wobei, da ich überlege, halb noch die andere Heutrocknung zu holen. Ich wollte den mal bei den Kühen hinstellen, ne? Na, egal.
Dann habe ich mir mittlerweile mal so ein bisschen die Mühe gemacht und habe mal geguckt oder mir mal eine Tabelle erstellt. Mit den Werten, die wir für das Getreide brauchen, also für Precision Farming. Hallo? Jetzt vielleicht mal rückwärts fahren, danke. Dann wollen wir mal zum nächsten gehen. Achso, ich war da noch beschäftigt mit, aber wir müssen erstmal die Paletten hier alle dahin tun, wo sie hingehören, nämlich wieder in die Produktion. Ich würde sagen, fangen wir hier vorne direkt bei der Textilfabrik an. Sag mal, ne, die Änderung ist ja ganz hübsch, die er da gemacht hat. Weil im Endeffekt hat er damit ja recht. Ne? Weil, ich sag mal, ne, wenn ich eine Palette anliefere, dann bleibt ja eine Palette übrig und nicht nur der Inhalt. Das ist vollkommen korrekt, was er da gemacht hat. Finde ich ja gut. Tolle Idee. Aber dass jetzt alles auf einmal dann auf ausgelagert steht, das finde ich jetzt nicht so toll, aber naja. Ist wieder Jammern auf sehr hohem Niveau. Vielleicht ist mir da doch gar nicht so bewusst gewesen. Aber naja. Er blinkt immer noch, oder? Dass man natürlich nicht so sieht, ey. Klingt schon noch, okay. Jetzt nicht mehr. So, haben wir alle aufgeladen. Judas. Gut. Dann setzen wir mal wieder zurück hier. Das Schöne halt mit Lenkrad ist halt, dass man halt hier sehr dosiert Gas geben kann. Und dass man halt dadurch etwas besser auch rückwärts fahren kann. Jetzt hier los. Also, ne, in der Außenansicht geradeaus zu fahren, habe ich echt ein Problem mit. Keine Ahnung warum. Das kann ich irgendwie nur wirklich in der Innenansicht. Wenn ich jetzt also dreche, habe ich das Gott sei Dank nicht so. Aber so LKW fahren in der Außenansicht oder Trecker fahren in der Außenansicht irgendwie, ne? Also rückwärts fahren, ja, das geht, aber vorwärts fahren, um Gottes Willen. Das geht nicht, keine Ahnung warum.
Jetzt kann ja klar hier an den Spiegeln so viel sehen wie. Also, dass man die nicht einstellen kann, also das würde ich mir doch mal in einer der nächsten Versionen wünschen, dass sie das mal ändern. So, das. Haben wir jetzt alles? Ich würde mal sagen, ja, ne? Das heißt, wir können wieder zurückfahren. Beziehungsweise, blöde Idee. Bane mal eben hier. Fahr mit dem mal hinten zum. Zum Sägewerk. Ich denke, dass da noch irgendwas abzuholen ist. Wenn, dann steht er da schon mal ganz gut. Ja, dann habe ich ein bisschen, ja. An meiner Version der Marsch etwas rumgeschraubt und die eine oder andere Verbesserung, die auch der Fett schon eingebaut hatte in der 2.5, die habe ich jetzt mittlerweile auch in die 2.6 hier übernommen. Bringt wirklich mehr, ein paar mehr FPS. Das also getestet, nur ich wollte jetzt nicht unbedingt die. Ne, ist ja gar nichts drin. Was ist das denn? Habe ich die schon leer gemacht? Okay. Ich wollte das aber dann auch jetzt übernehmen und muss immer aufpassen, dass ich jetzt in der Mikrofon spreche. Von daher, das war schon, ja, es bringt auf jeden Fall einiges an FPS. So, dass es dann doch das eine oder andere besser darstellt. Ich trinke mal gerade einen Schluck. Hier rausfahren, den Traktor. Ist im Moment noch nicht, wo ich ihn hinstellen soll. Wir brauchen so den gleich. Direkt so. Mit Kalken war ich durch. Ach so, das ist das. Ich muss aber noch einen umsetzen, fällt mir gerade ein. Ich weiß gar nicht, wo der ist. Achso, den muss ich auch mal abkoppeln hier. Mal hier rausholen. Damit wir die anderen Anhänger da vorstellen können.
Anna drinne. Wenn wir über die Wiese fahren, ist ja egal. Ist hier noch was drin? Guck mal an. Ansonsten kann man gleich eben schnell ins Lager fahren. Nee, der ist leer. Okay. Und der hat den Parkplatz. So, sehr schön. Kann er da hinfahren. Der muss auf das andere Feld umgebaut werden. Feld 17 muss er nämlich noch flügen. Muss nämlich noch gemacht werden. Mit zur Arme hier. Dann ist der auch unterwegs. Feld 11, 12? Ne, das ist der falsche. Feld 39 ist er doch hier. Da haben wir doch gar keinen Kurs, okay. Tja, dann würde ich sagen, wir haben ein Feld. Oh, einen Kurs dafür. Ich werde also jetzt nicht hier hingehen und anfangen, hier selber Steine zu sammeln. Also ich sag mal, Dreschen oder Mähen vielleicht noch. Ja, aber... Alles andere werde ich weiterhin mit Cosplay machen lassen, weil ansonsten kommen wir ja gar nicht aus dem Quark. Also da muss ich auch mal ganz ehrlich sein. Kurs generieren. Hä? Was ist das denn? Okay. 6200, ne? Ja, genau, 6. Bahnen. Scharf im Uhrzeigersinn. Prozent. Nein. Speichern. Da bin ich wieder. Lass das Mikrofon mal eben kurz beiseite kicken. Ach, Blödsinn. Wo ist denn jetzt der Traktörchen, mit dem ich fahren wollte? Eben schnell hier zu Ende striegeln, nämlich. Genau, da war er doch. Ich wollte nur noch hier zu Ende striegeln. Da war ich doch, da war ich stehen geblieben. Da wollte ich noch eine Tastenkombi für festlegen. Weil ich jetzt bei der Aufnahme das nämlich nicht kann. Naja, wer möchte denn hier? So, gehen wir mal hier auf Tasten, dann gehen wir hier auf Gamepad. So, jetzt wollen wir eben gucken. Advanced Vehicle. So. Blinker, Blinker, Warnblinker. Ja. Das ist Warmlink. Okay.
ganz höllisch wahren und so höllisch wahr. Ich habe es im Offline-Set durchzusetzen. Wo ist es denn jetzt? Das Antriebsmodus ist falsch. Mal gucken, ob das geht. Das war ja spannend. Ja, geht. Wunderbar. Sehr schön. Sehr schön. Ja, ich bin mal auf eure Reaktion gespannt, dass ich jetzt hier mit Lenkrad spiele. Und, So, jetzt. I see the time auch wieder. Aber im Endeffekt ist das gar nicht so wichtig, weil im Endeffekt sollte es ja bimmeln. Aber man braucht es. So. Ja, also, ich hatte eben mal angefangen von wegen Persistent Farming und Werte, die und da muss man dem Achim mal wirklich ein super Kompliment machen. Er hat recht. Die Precision Farming Werte findet man tatsächlich im Precision Farming. Jetzt wird der eine oder andere sagen, ja, in die da stehen ja irgendwelche Werte, aber damit weiß ich nichts anzufangen. Ich habe jetzt mal geguckt, also ich muss jetzt wirklich nachgucken. Moment, wartet mal eben. Mal eben hier drehen. Nie hin, so genau. Jetzt haben wir ja hier, ach so, jetzt verjährt er, wenn ich aus dem Bild dann rausgehe und ist kein Tempomat an, dann mäht er das ja gar nicht. Und zwar gibt es ja lehmiger Sand, sandiger Lehm und Lehm und schluffiger Ton. So, und diese Werte findet man logischerweise in der Precision Farming App, Dokumentation, wie auch immer. Da gibt es eine Datei. Ich müsste jetzt wirklich nachgucken, wie sie heißt, aber für euch tue ich das nochmal eben. Warte mal eben, ich gucke mal eben schnell. Ich muss hier auch nicht den Bildschirm wechseln. Sonst hätte ich euch das eben gezeigt. So, Downloads. So, LS22. So. Persistent Farming. Moment. So, Bildschirm links. Eben das aus und das an. So. Das ist ja die Persistent Farming App, wenn er sie dann halt entpackt hat. Und hier, wenn er jetzt hier auf Persistent Farming geht, dann habt ihr hier unten, wenn er ein bisschen weiter runter scrollt, noch ein bisschen weiter runter. So. Und ab hier seht ihr die Fruit Requirements. Dann habt ihr hier Weizen, dann habt ihr hier Gerste, Hafer, Raps, Mais und hier habt ihr die Werte. Und eins steht für, muss jetzt wieder gucken, lehmiger Sand, zwei steht für sandiger Lehm, drei für Lehm und vier für schluffiger Ton. Also ne, so könnt ihr euch eine eigene Tabelle erstellen, werde aber mal gucken, ob ich die vielleicht nochmal zur Verfügung stellen. Das müssen wir mal gucken. Weiß noch nicht. Könnt ihr mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben, aber ja. Ich habe mir da jetzt eine Tabelle für fertig gemacht.
damit ich halt sehen kann, was denn jetzt halt wofür ist. Moment, mal wieder hier umstellen. Ja, jetzt haben wir. Damit ich besser den Überblick habe, wie es dann halt aussieht, was brauche ich? Weil ich sag mal, wir haben jetzt bei einigen Feldern eine Überdüngung und das ja, ist halt so, dass dadurch der Ertrag ja, gedrückt wird. Man könnte es halt besser machen. Was ist das denn jetzt? Kurs verlassen? Blablabla. Was ist das denn, Adfitter? Ach nee. Ach. Warum hätte er denn jetzt den Kurs verlassen? Wer hat dir denn erlaubt, den Kurs hier zu verlassen? Habe ich dir das erlaubt? Echt, der steigt da einfach aus, hey. Nur weil ich mal eben kurz hier aus dem Programm raus war, na Mann. Naja. Gut. Wir waren hier, ne? Da ist unser Fahrzeug. Jawohl. Können wir jetzt so weitermachen. Und von daher, also ich teste auch jetzt ne, parallel zu dem, dass ich halt im Moment hier aufnehme, auf dem anderen Marschspielstand den einen oder anderen Wert. Also eine Herangehensweisen, ob das jetzt irgendwelche Unterschiede macht, kann ich euch noch nicht sagen, weil, ja, wie gesagt, ich mache das wirklich alles genauso, wie ich es halt auch machen würde, wenn ich im Spiel bin. Also, ne, klar, logisch, Andy. Also, ne, wenn ich jetzt mit euch hier arbeiten würde, also das heißt, ne, ich lasse das von Questplay, was weiß ich, eben schnell flügen und. Aber das dauert halt alles seine Zeit. Ist jetzt nicht so, dass ich sagen kann, okay. Ne, sondern ich möchte das wirklich mit den Geräten machen, um dann wirklich sagen zu können, okay, wenn ich das so und so in der Reihenfolge mache, dann ist es so, dass wir hier das Ergebnis erzielen. Das ist im Moment so, das, was ich halt, wenn ich nicht aufnehme, was ich im Moment mache, um Dinge noch besser herausfinden zu können. Ja, ne? Wir haben auch jetzt gestern zum Beispiel, also für mich war es gestern, für euch ist das keine Ahnung, wie viele Wochen her, dass ich das gemacht habe. Habe ich jetzt mehrere Varianten ausprobiert, weil ne, es gab ja immer wieder diese Lavendelernte, die wir ja machen konnten. Und ich habe jetzt gestern ausgetestet, mit welchem Schneidwerk ich das denn machen kann. Also bei mir geht es komischerweise nur mit dem Maispflücker. Was ja auch noch halbwegs Sinn macht, der Maispflücker. Und von daher, was mich ein bisschen wundert, ist, dass ich es nicht häckseln kann. Also entweder, also ich muss da nochmal nachgucken, wieso, weshalb, warum das nicht ging. Weil eigentlich sollte jedes gut auch zu häckseln sein. Und vor allen Dingen, wenn es Futterstatus hat, dann sollte es auch zu häckseln sein. Von daher wundert mich das ein wenig, dass es nicht geht, aber ich habe da noch nicht wieder nachgeguckt. Habe ich bis jetzt vergessen. Habe ich etwas sehr stiefmütterlich behandelt. Lassen wir es mal so sagen. Ja, und übrigens, gerade wo ich aufnehme, liegt draußen so viel Schnee, also so viel Schnee habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Vor allem der Beste ist, das Wetter ist so bekloppt. Da gehst du abends ins Bett, ist alles weiß draußen, hätte ich es bald gesagt. Stehst du am nächsten Morgen auf, ist alles grün, dann regnet es, ne, und dann mit der Runde gegangen, nach dem Frühstück. Dann hat es geregnet, boah, freier Sonnenschein und am Nachmittag auf einmal ist wieder alles weiß. Dann sagst du ja auch, hallo? Am nächsten Morgen stellst du wieder auf, noch weißer. Obwohl der Wetterbericht ab Mitternacht Regen angesagt hatte. Bin jetzt mal gespannt.
Also für heute ist auch nochmal Regen, also ne, soll es ab Mittag dann jetzt ne, umschlagen von Schnee auf Regen, aber also es hat zumindest mal aufgehört zu schneien, ja. Und der Schnee fällt auch mittlerweile schon von den Bäumen runter. Also das heißt, es scheint wärmer zu werden. Also das heißt, der Regen pünktlich. Bin ich mir relativ sicher. Und dann gibt es ein Riesenchaos, der ganze Schneematsche. Das ist dann schon wieder nicht so angenehm. Ja, müssen wir mal hier das Feld eben selber striegeln, weil ja, wir müssen irgendwie die Zeit jetzt ein bisschen tot kriegen. Dann haben wir Juli. Ja. Agrarproduktion, elektrische Ladung, Ausgang voll, elektrische Ladung, alles verbraucht bei der Tischlerei. Ja, warum? Hä? Moment mal eben. Stellen wir das mal eben hier auf. Da automatisch wendet, dann kann man mal eben hier gucken, warum der das macht. Ach Quatsch. Produktion. Ich die Tischlerei hier nicht auf. Ach, da steht auf Priorität 10. Dann kriegt er hier keinen Strom ab. Okay, jetzt weiß ich warum. So, jetzt hat er eben selber gewendet. Auch gut. Wir haben aber jetzt mal einen Fehler gefunden, warum der Tischler da keinen Strom bekommt. Der Silagefermenter hat noch für 52 Minuten noch Gras. Ja, Baumwolle, das ist auch noch so ein Thema. Haben wir noch ein Feld mit Baumwolle anpflanzen oder uns ein Feld kaufen, eher gesagt. Ich denke mal, dass wir sie nicht mehr anpflanzen können. Wollen wir eben schnell, wo haben wir hier den Wachstumskalender, da haben wir anpflanzen können wir sie nicht mehr. Feld 37 könnten wir kaufen, das machen wir dann auf, okay. Und Feld 21. Mhm. Oder sagen wir, ja, ja, das waren jetzt nicht unbedingt so, so tolle Erträge, ne? Ja, mal gucken. Schauen, ob wir das nicht irgendwie besser hinbekommen. Ja, denn wir brauchen auf jeden Fall definitiv noch mehr Wolle für die Textilfabrik. Das ist auch ein ja, Rohstoff, wo ich ganz ehrlich sein muss, wo wir gutes Geld mit verdienen können. Weil Textilien bringen viel Geld und Textilien werden ja klar auch unwahrscheinlich gebraucht. Denn was wären wir ohne Textilien? Weil ich sag mal, das nur wie Schafe zu machen, glaube ich, das wird nicht hinhauen. Da müssten wir, keine Ahnung, wie viel Schafställe hier aufbauen. Um dass die Produktion da das ganze Jahr läuft. Jetzt haben wir ja nur aus der, also soweit wie ich das jetzt im Kopf habe, korrigiert mich, aber ich meine, wir hätten bis jetzt nur aus den Missionen die Baumwolle rausgeholt. Und das, was dabei übrig geblieben ist, hätten wir dafür verwendet.
Das war jetzt nicht unbedingt so viel, also dass es sich jetzt da mega gelohnt hätte oder so. Wenn ich ja so im Augenwinkel sehe, wie der Schnee von den Bäumen runterfällt. Halleluja, ey. Also das heißt ja, ne, der Schnee muss ja sehr, sehr schwer sein. Also ist auch vor allen Dingen sehr nass. Also da möchte ich nicht darunter stehen. Was also sehr, sehr interessant war, also ich habe nochmal nachgeguckt, ja, ne, bei Persisting Farming, also zum Beispiel für die ganzen Trauben-Oliven-Geschichte ist da null eingetragen. Also das heißt, mit Persisting Farming kann man das Ganze dort nicht bearbeiten, weil das geht wohl nur, also Persisting Farming bezieht sich wohl wirklich nur auf die Felder und jetzt nicht auf die Weinreben oder Oliven. Bin mal gespannt, ob das denn jetzt in einer der nächsten Versionen dann ja, zum Update kommt. Also von daher bin ich da mal gespannt. Ja, da müssen wir mal überlegen, was wir jetzt hier mit dem Feld machen. Sag mal, ne, wir brauchen definitiv ein Feld für Heu. Also das ist mal außer Frage. Und da bin ich echt am Überlegen, ob wir das, nicht, das Heu nicht direkt auf dem Feld machen. Weil ne, das über die Heutrocknung zu machen, finde ich im Moment sehr, sehr problematisch. Ja, also. Ich komme jetzt mal ein bisschen hier nach vorne, ein bisschen näher ans Mikrofon dran. Also das finde ich schon sehr, sehr problematisch, weil. Achso, okay, er ist wieder am Speichern, daher rattert er hier wieder so. Das finde ich halt sehr, sehr problematisch, weil sie halt nicht sehr schnell läuft. Und dafür jetzt 1 Million auszugeben. Nur damit der Ding schneller läuft, weiß ich nicht. Klar, würde man damit auch noch ein bisschen Strom generieren, was wir dann halt bei Nichtbenutzung verkaufen könnten oder verteilen könnten, was auch immer. Wobei dieses ganze Verteilen, das geht mir auch im Moment so ein bisschen um Keks, weil im Endeffekt das funktioniert nicht wirklich. Und da würde ich mir doch eher wünschen, ja, was soll ich jetzt sagen? Dass wir ja, dass ich da irgendwie einen Spawnpunkt oder so machen, muss man gucken, dass man den Strom in Palettenform auslagern kann. Was weiß ich. Und dass man das halt dann verteilen kann, dass man halt den Strom, ich weiß, der Fett hat irgendwo Paletten. In seinem Repertoire habe ich schon gesehen, Strompaletten, aber ich weiß nicht, wo die rauskommen sollen. Also ich wüsste jetzt, Moment, was mal. Ich sag mal, ne, wenn ich jetzt hier bei, nehmen wir mal die BGA, was ja im Endeffekt am meisten Sinn machen würde. Oder hier. So, hier kann ich ja nicht auf Auslagern klicken, das geht ja nicht. Auch hier. Da ist nur der Ausgabemodus ändern, mehr ist da nicht. Das ist, ne, also, dass das hier nicht geht, ist mir klar, aber. So, ich habe ja hier nicht die Möglichkeit, hier Paletten auszulagern. Das gibt es ja nicht. Oder gibt es das hier die Möglichkeit? Na, jetzt gucke. Das geht nicht. Oh, gut, dass wir das aktiv hatten.
Also das geht nicht. Also das ist auch noch so eine Sache. Da muss ich nochmal nachgucken. Vielleicht ist das machbar, weil das wäre eigentlich sehr schön, wenn man den Strom verteilen könnte. Also ja. Das kostet ja auch alles. Das darf man all ja mal nicht vergessen. Ne? So, waren wir hier Produktionskosten. Also, ne? 3,8 Millionen. Also nicht, warum die da so hoch sind. So, Lohnzahlungen, das geht ja alles. So, Produktionskosten, Liefergebühren. Ja, das geht im Moment auch. Also ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, ne? Das macht uns jetzt arm, aber ja. Monat richtig gut. Warum die da in dem Monat so schlecht waren, verstehe ich auch nicht, aber egal. Das verstehe ich auch noch nicht so ganz, warum da so Schwankungen drin sind. Ich sag mal, ne, wenn. Ach so, Moment. Das kann da klar sein vom Wetter her, dass da mehr geregnet hat oder so, also mehr bewölkt war, dann ist ja mal klar. Dann haben wir da klar weniger an. Weniger Einnahmen, ist ja logisch. Dann da jetzt nicht ordentlich geschrubbert da? Da auch, hä? Da merkwürdig. Ah, Molkerei Milch, okay. Und noch für 11 Stunden. So, hat das jetzt eigentlich irgendeinen Unterschied gemacht hier? Jetzt haben wir hier wieder 0 Eier. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Wieso habe ich denn hier 0 Eier? 1800 Liter davon. Reproduktion 80%. Mhm. Geschlechtsreife 37, Reproduktion 60%. Geschlechtsreife. Oder zeigt ihr jedes Mal an, wenn die neue Kinder kriegen? Also, ja. Ah, spannend. So, und wo kann ich jetzt hier dieses Tierfutter sehen, was ich aktiviert hatte? Ach, das sind sicher wieder irgendeine Taste, die ich drücken muss, ne? Mal eben schnell ins Menü gucken. Sagen wir mal eben aus, vielleicht sehe ich das dann. So, Alt M. Alt O. Alt M ist. Steuern Sie nicht. Hä? Ja, das macht er komischerweise. Wieso habe ich das hier eigentlich nicht aktiviert? Hallo? So, auf Höchstpreis setzen. Diesel ist ja mal klar, aber. Ich hätte eigentlich noch nicht gemacht, so, weil wir haben doch jetzt die ganzen Produkte hier. Das ist aber interessant hier. Das haben wir noch nicht. Das haben wir, das haben wir. Höchstpreis setzen. Eben schnell durchgucken. Was ich vergessen habe.
Da haben wir hier nämlich noch die ganzen Milchprodukte. Hä? Ah, Frischkäse. Ich hab da vergessen hier. Ach, der Brötchen, ja, noch nicht. Jetzt nehmen wir die Nudeln, brauchen wir noch alle nicht. So, Metall kann ich noch nicht verkaufen. Ja, hier Holzbalken. Da. Haftstoff, Biodiesel, Biogas, Hafermehl. Gut. Okay. Okay. Können wir nochmal hier weitermachen, aber ich verstehe jetzt nicht, warum das andere nicht funktioniert. Instruction Hub umschalten. Naja, egal. Mal nochmal gucken, warum das nicht geht. Ups. Da geht's. Hä? Bitte nicht hin. Hallo? Hallo? Wofür du denn nicht hin? Fahren. Ja, und ich darf mich bedanken für alle, die auch heute wieder reingeschaut haben. Ich will hoffen, ja, es hat euch gefallen und die Qualität des Mikrofons oder ne, die Audio war jetzt nicht so schlecht, weil wie gesagt, also das Mikrofon ist jetzt ja, zwar immer noch neben mir, aber es ist halt alles sehr unhandlich. Da muss ich schon sagen, weil ne, also mal der Schreibtisch ist mittlerweile echt so voll gepoppt, dass ich kaum noch einen Überblick habe, woher was ist und dass man sich hier kaum noch bewegen kann, auch handtechnisch sehr schwierig im Moment. Und ich muss auch immer aufpassen, dass ich nicht ans Mikrofon komme, wenn ich das Mikrofon so wie jetzt relativ nah hier am Lenkrad habe. Und daher, ja, ich bin mal auf eure Reaktion, auf euer Feedback gespannt, ob euch das denn auch jetzt so gut gefällt. Ich sag mal, ne, klar ist jetzt nicht gerade halt aufregend, sich im Skil über die Felder zu fahren, aber ein bisschen was selber machen müssen wir auch. Finde ich zumindest, das ist ja eigentlich die Landwirtschaft, dass man selber macht. Klar, man hat auch seine Helferchen, ne, weil ich sag mal, kein Bauer, ne, ist auf seinem Hof komplett alleine, also ne, dann, wenn das so ist, dann hat er halt einen kleinen Betrieb, aber ansonsten, ja, es ist doch so, dass man eigentlich Hilfe braucht. Das war es an dieser Stelle von mir am heutigen Freitag, Karfreitag. Ich wünsche euch noch einen schönen Freitagabend und wenn ihr mögt, sehen wir uns um 20 Uhr am heutigen Oster, ne, Karfreitag wieder. Denn dann gibt es noch eine weitere Folge mit mir, mit dem Ende hier von der Nordfriesischen Marsch in der Milliarden-Challenge. Bis dahin, macht's gut, euer Andy und bye bye.